um das vorwegzunehmen, ich fand Holtland von der Spielanlage sehr gut. Ja, haben es auch so richtig gesehen. Gut gemacht. Mhm. Hätten vielleicht auch zu Beginn der ersten Halbzeit auch das 2-0 machen können, vielleicht sogar machen müssen. Wir sind dann aber gut ins Spiel reingekommen, mhm. haben uns dann, finde ich, auch im ersten Durchgang schon mehr als gut verkauft. Mhm. Ich sag jetzt einmal so ähnlich wie gegen Leer, nicht unbedingt so ganz zwingende Geschichten. Im zweiten Durchgang habe ich meinen Jungs erzählt, also ihr braucht euch nicht verstecken. Da sind viele gute Ansätze da gewesen und ich bin einfach auch davon überzeugt, dass die Jungs im zweiten Durchgang viele gute Ansätze auch gezeigt haben. Und es, wenn nicht das 3-0 gleich so früh fallen würde, es ein Stück weit spannender geblieben wäre. Ja, dann am Ende versuchst du ein paar Dinge und die gelingen dann nicht immer. Du bist ein bisschen offener, weil du ja Meinung bist, du kannst noch was reißen. Die Jungs haben es nicht aufgegeben oder haben sich nicht aufgegeben. Ja, und dann am Ende mehr als belohnt mit dem, ja, mit dem Anschlusstor, ein klarer Elfmeter, dass der Schiedsrichter, den ich gleich zu Beginn sofort gepfiffen hat, sein Geheimnis in Anführungsstrichen, aber unterm Strich verdientes Tor für uns, ein Ergebnis auch verdient, wie ich schon sagte, für Holtland und ich bin stolz auf meine Jungs, die haben es gut gemacht im zweiten Durchgang, noch ein Ticken besser als im ersten Durchgang und ich hoffe mal, dass wir darauf aufbauen können, beziehungsweise da werden wir auch drauf aufbauen können. Ja, klar. Ja. Okay, Dankeschön.